Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bringen als Grüne Bundestagsfraktion hier und heute, wenige Wochen nach der Weltklimakonferenz von Paris, unseren Antrag zur Stärkung der Klima- und Klimafolgenforschung ein. Die Klimaforschung in Deutschland hat zu Recht einen national wie international hervorragenden Ruf. Unseren exzellenten Klimaforschungsinstituten sei Dank. Wir müssen diese Kompetenz aber weiter stärken und als Teil einer auf Nachhaltigkeit setzenden Forschungsförderpolitik ausbauen, denn valide Forschungsdaten sind Voraussetzung für eine zukunftsorientierte Weltklimapolitik. Die hohe Qualität von Forschungsergebnissen, gebündelt von IPCC, ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist die Frage des politischen Willens, aus wissenschaftlichen Erkenntnissen richtige Konsequenzen zu ziehen. Während UN-Generalsekretär Ban Ki-moon heute fordert, zur Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens die Investitionen in erneuerbare Energien in den nächsten 5 Jahren weltweit zu verdoppeln, ist das Urteil beratungsresistent für die zögerliche Haltung dieser Bundesregierung beim Kohleausstieg noch schmeichelhaft. Das Rumlavieren der ehemaligen Klimakanzlerin und des Vizekanzlers droht, die vereinbarten Klimaschutzziele zu unterhöhlen, und das ist hochproblematisch. Weil Anspruch und Handeln auseinanderklaffen, wundert es mich auch nicht, dass die Koalition sich bei dem ganzen Thema verzettelt und bei der Klimaforschung zu keiner vorausdenkenden und wegweisenden Strategie findet. Da geht aber deutlich mehr. Nehmen Sie unseren Antrag daher als Einladung, der Klimafolgenforschung einen deutlichen Schub zu geben. Denn eine ambitionierte Forschungs- und Klimapolitik gegen die Überhitzung unseres Planeten ist notwendiger denn je. Extreme Wetterereignisse häufen sich. 2015 war das weltweit heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. 13 der 15 wärmsten Jahre wurden nach der Jahrtausendwende registriert. Das hat massive Folgen. Gletscher schmelzen in Polarregionen weltweit, Dürren, Hitzewellen und Hungersnöte. Es entstehen neue Armutsrisiken, neue Verteilungsfragen und neue Fluchtursachen. Diese ökologischen, aber auch die sozialen und regionalen Klimafolgen gehören noch intensiver und interdisziplinärer erforscht. Und wir schlagen dafür ein eigenständiges Forschungsrahmenprogramm zur Klima- und Klimafolgenforschung unter Federführung des BMBFs vor. Darin lassen sich die Aktivitäten ressortübergreifend bündeln, sie lassen sich ausbauen, weitergehende Forschungsbedarfe identifizieren und priorisieren. Um die Folgen des Klimawandels beherrschbar zu machen, müssen nämlich auch Gegen- und Anpassungsstrategien viel stärker wissenschaftlich entwickelt werden. Und dieses transformative Wissen, wie gehen wir eigentlich mit den massiven Klimaveränderungen um, wird zur weltweiten Anwendung dringend gebraucht. Weiterzuentwickeln sind Klimamodellierung, regionale Prognosen zur Folgen der Klimaveränderung für die Natur und Auswirkungen auf die Menschen selbst, die etwa in Megacities und in Küstenregionen leben. Und die schnelle Anwendung dieses transformativen Wissens und interdisziplinäre Kooperation sind dringend. Das wollen auch immer mehr Forschende. Eine Chance wären integrierte Forschungsansätze im Rahmen dieses Rahmenprogramms. Das heißt, biologische, geologische, ozeanografische, meteorologische, geophysikalische, chemische Langzeitmessungen, die braucht man, sowie gleichzeitig sozial- und geisteswissenschaftliche Expertise. Das heißt eben auch, die Entwicklungs-, die Flüchtlings- und wirtschaftspolitischen Implikationen auch interdisziplinär zu erforschen und zu denken. Denn es ist vieles unklar, zum Beispiel welche Gesundheits- und Seuchenrisiken durch Extremwetterereignisse und erhöhte Mitteltemperaturen auf dem Globus entstehen. Was bedeutet das für die Resilienz von Mensch und Natur sowie für die biologische Vielfalt? Und wir wissen, dass die Klimakrise uns alle trifft und bedroht, und ihre Auswirkungen können wir nicht allein durch Expertendiskurse in den Griff bekommen, sondern müssen Sensibilisierung und Problembewusstsein in der gesamten Gesellschaft wecken. Und gerade in der Klimafolgenforschung müssen Wissenstransfer, die Kommunikation und Beteiligung mit der Zivilgesellschaft systematisch vorangetrieben werden.
Mit einem ambitionierten Forschungsrahmenprogramm wollen wir diesen gewaltigen Herausforderungen beherzt gerecht werden. Sagen Sie Ja zu unserem Ansatz und zu diesem Instrument, um hier einen Forschungsschwerpunkt der Bundesregierung in den nächsten Jahren zu legen. Lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Ich freue mich auf die, und ich erfreue mich deshalb auch auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank, Kollege Kai Gehring. Nächste Rednerin in der Debatte, Sibylle Benning für die CDU-CSU-Fraktion.